Okay, ja. Oh, ich glaube, die Zuschauer sind wieder da. Ich muss los. Alles klar. Bis bald. Ciao. Und somit willkommen zurück zu Paper Mario. Weiter geht's hier in den Blütenfeldern. Weiß gerade nicht wo lang, aber genau. Doch, hier sind wir richtig. Ich bin so hungrig. Hast du eventuell eine geile Beere? Ja. Eine Azurbeere habe ich. Eine Azurbeere? Die ist sicher total eklig. Mom, kaum. Oh, wie köstlich. Was für ein herrlicher Geschmack. Es gibt also blaue Dinge, die gut sind. In mir ist nun wieder Hoffnung. Geh und fühle dich niemals traurig. Ich werde dich nie vergessen. Okay. Oh, da war ja ein Gegner. Nice. Gar nicht gesehen. Weiß nicht, ob Parakari schon 5 abzieht. Ja, okay. Mal schauen, wie weit wir heute kommen werden. Eventuell die Wolken schon im Himmel vertreiben. Juhu! Aha, Moment. Hier war doch irgendwas. Nice Sache. Fernwind. Na, da war ja noch einer. Lol. Seid ihr für welche? Hey, hey! Wo hast du die. Wo hast du ihn fallen gelassen, du Idiot? Nafula kriegt uns an den Wolken, wenn wir ihn nicht finden. Oh Mann, ich bin so total tollpatschig. Dieser Stein war ein wahres Füllhorn an Wasser. Und ohne ihn können wir die Kapazität der Puffmaschine nicht erhöhen. Er muss hier irgendwo sein. Er muss einfach. Oh, was? Ist das Mario? Sieh doch, Mann, es ist Mario. Lass uns später nach dem Stein suchen. Knöpfen wir uns zuerst den Kerl vor. Oh nein, Mario, bist du sicher? Ich weiß nicht, ob ich mich, wie soll ich sagen, in der richtigen Verfassung finde. Ach, vergiss es, ich kämpfe. Halt dich fest, Mario. Alles klar. Fährt ja gerade hier Sterne? Ne, Amuletto. Fernwind, alle Gegner, ne? 6. Okay, sehr schön. Direkt verballern. Ja, ein Leben noch. Man wirft nicht mit stacheligen Gegnern rum. Vorsprung, schaffe ich 6 Leben? Ja, sehr schön. Und ein Luftangriff von oben. Und wir kriegen sehr schöne Stellpunkte. Nice Sache. Ah, schnell weg. Gut. So, jetzt müssen wir hier irgendwie durch das Labyrinth. Nee, ich bin schon mal falsch gegangen. Ach, hier links lang. Dann hier runter. Hier rechts und dann hier nach links. Sehr schön. Richtige Röhre. Okay, wo sind wir jetzt hier? Als von der Rosen. Hi. Oh, hallo. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit der letzte Besuch hier war. Ich bin Rosi, die Rose. Ich bin überglücklich, dich kennenzulernen. Ich stehe hier in voller Blüte und niemand ist da, um mich zu bewundern. Lass mich gerne nach herzenslos bewundern. Bin ich nicht atemberaubend? Bin ich nicht unglaublich? Ja, kann gut sein. Wirklich, so schön bin ich? So ehrlich und charmant. Ich wette, unter diesem truppigen Schnauzbart verbirgt sich ein hübsches Gesicht. Ich mag dich und weil ich dich mag, zeige ich dir dies. Ach, den brauchen wir.
Dieser Stein ist wunderschön. Ich habe ihn vor kurzem gefunden. Ein paar komische Gestalten auf Wolken haben ihn verloren. Ich konnte diesem magischen Schema nicht widerstehen. Daher habe ich ihn an mich genommen. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Wie? Was hast du gesagt? Wollt ihr diesen Stein geben? Ja, bitte. Oh nein, du sagst, dass Lily diesen Stein unbedingt braucht? Hm, wie war aus traurig. Tja, da kann man nichts machen. Der Stein gehört jetzt leider mir. Meinst du, Lily wird verwelken, wenn sie diesen Stein nicht haben kann? Wie traurig, wirklich. Wie unfassbar tragisch. Weil es ist kaum fassbar, dass Lily sich manchmal auffühlt, als sei sie hübscher als ich. Sie ist zwar dämlich, aber nicht böse. Und wenn sie nicht mehr da ist, gibt es auch keinen Kontrast mehr zu meiner überirdischen Schönheit. Mal sehen, ich sage dir was. Wenn du mir etwas bringst, das schöner ist als dieser Stein, dann lasse ich vielleicht mit mir handeln. Also warten wir bis dahin. Okay. Irgendwas finden, was noch schöner ist als dieser komische Stein. Was soll ich hier nochmal drin? Ein paar Münzen. Okay. Wieso läuft er alleine weg hier, Mario? Dein Ernst? So, das heißt wieder zurück. Ich muss immer springen, damit ich sehe, wo ich bin. Ach, geschafft. So, irgendwas Schöneres als dieser komische Stein. Ja, diese Gegner sind schon wieder da. Nur voll die hässliche. Wow, jede Blume ist schön. Oh, ey, dieser Gegner. Zack, in dein Gesicht. Einmal Luftangriff, sehr schön. Er wollte eigentlich nur durchkommen. Wir kommen nicht ohne Zugkämpfe hier durch. Und da habe ich leider nichts. Mal hier mal den Sternensturm hier. Ich bin ja schon fast Game Over. 13 Leben noch. Könnte mich ja auch aufladen gehen oder aufladen hier mit diesen ganzen Bären. Ah, manchmal Fokus kommt. Ja, weg bist du. Nicht mehr viel bis zum Levelaufstieg. 19. Der war geil. 3 KP und BP. Schön. Glaube ich, wie muss denn zu der hier? Ah. Was? Rosi bat dich hier etwas Schönes zu bringen? Oh, Rosi liebt schöne Dinge mehr als alles andere. Dann nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir das aufgefallen? Du brauchst also Hilfe. Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit denen des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schüttel, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Rum, yo. Ja, schöne. Oh. Ups, das war jetzt nicht ganz ladylike. Wo sie müsste mit dieser Beere eigentlich mehr als zufrieden sein. Jupp, dankeschön. Ich nehme noch ein paar Beeren mit. Ja, ist nur Gold, bin aber sind nicht wirklich Gold.
Hopp, hopp, hopp. Eine Beere von jeder Sorte müssen wir noch behalten. Eigentlich voll die chillige Welt hier. Man läuft nur hin und her. Und sammelt ein paar Beeren, macht ein paar Blumen glücklich. Hier kann man gut ausweichen. So, hier lang. Zack. Oh, Rosi. Ja, was Schönes für dich. Ja, bitteschön. Was hast du gefunden? Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Das ist viel hübscher als dieser hässliche alte Stein. Rasch, lauf zu Lydia und gib ihr diesen Stein. Stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Okay, wahrscheinlich. Wollte sie uns das erst gar nicht geben. Oh, welche Lieblichkeit. Ich bin schon so schön, dass es mich beinahe selber ängstigt. Wer ist diese schönste Blume auf dem Blütenfelder? Das bin natürlich ich. Nein, bist du nicht. Nein. Ah, der geht alleine rein. Die Musik ist so nice. Kann gut entspannen. So, schnell zu Lili. Hau ab. Keine Zeit. Mario, wieso läufst du jetzt nach links? Geil. Das hier ist die schönste. Hier war er noch, ne? Irgendwas stimmt mein Kontrollstick nicht. Ah ne, hier war nur das Ding. Der Brunnen. Blau oder Gold? Die mag ich besonders gern. Vielen Dank. Ich gebe dir dies dafür. Bitte, jeder Attacke, die sich PP kostet, wird um 1 günstiger. Schön. Jetzt eine blaue rein. Nehme ich ein paar rote mit. Schnell weg, weg, weg. Ja, hau ab. Wo ist Lili? Kommt gleich. Nein. Na unten habe ich gemacht. Weiter weg hier. Yep. Ich hab deinen komischen Stein. Das ist ja der Wasserstein. Pasch, leg ihn in das Loch hier. Juhu! Und? Passiert gar nichts. Mario, du kannst nicht ins Wasser. Aus Papier. Okay, wie hoch denn noch? Okay, aber jetzt kommen wir zu diesem Baum. Es sieht aus wie ein paar Blasen. Oh, das ist Wasser, süßes Wasser. Das Teich ist voller Wasser, ich kann wieder dahin fallen. Es
wie im Paradies. Danke dir vielmals. Dafür gebe ich dir das Zauberwasser von dieser Quelle. Hier bitte. Oh yes. Dies ist das handlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Ja, aber leider jetzt nicht. Die Sonne scheint ja nicht mehr. Oh ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dazu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Ein empfindliches Kerlchen wie dir wird schon das richtige Argument einfallen. Ich wette, du schaffst es. Immerhin hast du auch mich gerettet. Eine Ursache. So. Sushi, ich brauch dich. Blutbeere, eine Beere aus dem Blutfeld statt 5 KP. Können wir einfach mal was aufessen? Ja, hält den Mario darüber. Juhu! Okay, komm, lass uns aber kurz abspeichern. Schön. Einen Weg gibt's ja noch hier. Ja, sehr schön. Hi, ich bin das Blubberkraut. Jetzt wissen wir, warum ich Blubberkraut heiße? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Blubbeere gibst. Habe ich alles dabei. Oh, das ist ja großartig. Okay, jetzt pass mal auf. Ja, erzähl. Die Blume kann aber gut blasen. Da, ist das nicht toll? Na ja, cool. Ja, hopp. Dann später holen wir uns später. Scheiß Ding. Oha. Das wird nicht reichen, um ein Level aufzusteigen. Ja, haut einfach ab. Alles klar. Nee. Tür geht auf. Ja, hau ab. So, ein Orden. Den snack ich mir noch hier. Mega Dots, man trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Ach, hier gehen wir zur Sonne. Schön. Hi Sonne. Hey, hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand jetzt hier heraufkommen würde. Ich bin die Sonne. Nein, das ist nicht ganz cool. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Die Wolken, die aus Schnaufulas Puff-Puff-Maschine kommen. Diese Wolken versperren mir den Weg in den Himmel. Als Sonne bin ich eine völlige Versagerin. Jetzt müssen alle Blumen und Pflanzen auf den Blütenfeldern leiden.
Da gibt es aber eine Möglichkeit. Wo sie steht? Sprichst du von der Puff-Maschine? Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Waffen scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puff-Maschine zerstören? Nein, das ist unmöglich. Überanstrenge dich nicht. Du kannst ebenso gut wieder nach Hause gehen. Ja. Leute, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen bei der Sonne aufwärmen. Aber wenn ich nicht richtig mich anstrengt oder so. Wird schon klappen, ne? Vom Bett kommen wir auch hier hinter. Genau, das ist schön. Und dann schauen wir mal, ob wir die Wolken vertreiben können beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sage nur noch, ich bin Abassi. Bleibt fit und schön und ciao.